שלום עליכם. עולם הזה, דיזה ולט. וו לייבן ויר? וס איז דיזה ולט? וי קאם מן פארשטיין דיזן רייצל, דיזה ולט, די בלוקאדן, די שוויריגקייטן, די פארוקטע ולט, די גוטע ולט, די משוגענע ולט, די קאסטבארע ולט. וס דענקן אונזערע ווייזן אין אונזערעם Literatur, in unsere Bücher, womit vergleichen sie unsere Welt, Olamaze, und womit vergleichen sie dem kommenden, dem anderen Welt, Olamaba. Wir werden heute eine Reihe von Analogie, Beispiele, Metaphern, Definitionen, Anregungen, Buchstaben für das Rätsel, was ist Olam Hazeh, was ist diese Welt. Jeder soll hören alle 28 verschiedene Beispiele, womit kann man diese Welt vergleichen. Ha Olam Hazeh Dome, diese Welt ist gleich, Punkt, Punkt, Punkt. Und sag bitte zum Schluss, sag eure Meinung, schreib eure Meinung bitte. Was gefällt euch am meisten von dieser Definition und Beschreibung? Und vielleicht habt ihr gelesen eine andere Analogie, Metapher für diese Welt. Vielleicht habt ihr ein andere Domain, Vergleich, ähnlich zu dieser Welt. Also wir werden fahren auf spannende Reise von 28 Beispielen zu verstehen, was ist diese Welt, warum gerade 28? Weil 28 bedeutet in die Gematrie von den Buchstaben Koach, Kraft. Und Koach, das ist zweimal Hand, Yad und Yad. Ein Hand gibt dem anderen Kraft, diese Welt zu überleben. Also wir werden einer dem anderen schenken, Koach, Yad und Yad, diese Welt zu leben. Also, die erste ist Olam Hazeh Domeh LeProsdor, Olam Haba Domeh LeTraklin. Diese Welt ist wie ein Vorhof, wie ein Korridor, wie ein langer Korridor vor dem Salon, vor dem kommenden Welt. Mach dich vorbereitet in diesen Vorhof, in dem Wartezimmer, in dem Prosdor, in dem langen, bis du kommst zum Traklin, zu dem Salon, zu dem schönen Wohnort. Die zweite Definition für Olam Hazeh ist Yabasha, Strand. Wenn ein Mensch will in Schiff fahren, dann muss er hier in dieser Welt Essen, Kleider, alles vorbereiten. Wenn er hat nicht in der Erde, in die Strand, in die Yabasha, in der Trockenheit vorbereiten, wie soll er weiter in Meer fahren? Also diese Welt, Olam Hazeh ist Yabasha, Strand, kommende Welt, Meer. Dritte Beispiele. Olam Hazeh, Yemot HaChama. Diese Welt ist Sommer. Kommende Welt ist Winter. In dieser Welt kannst du noch sammeln, packen, sparen. So wie die Ameise, die arbeitet den ganzen Sommer und macht ihren Haus für den Winter. Also Olam Hazeh ist vergleicht zu Sommer. Noch ein Vergleich. Speiseröhre und Luftröhre. Olam Hazeh, diese Welt, ist Vergleich zu Speiseröhre. Was macht man in dieser Welt? Essen, trinken, genießen, Spaß haben, Echol Ushto, Essen und Trink. Olam Haba, kommende Welt, ist Luftröhre, Kane, Atem, Geistigkeit, Heiligkeit. Olam Hazeh, diese Welt, ist Vergleich zum Erev Shabbat, zum Freitag. Olam Haba, kommende Welt, ist Vergleich zum Shabbos. Wenn einer hat sich nicht vorbereitet am Erev Shabbos, wenn einer hat sich nicht vorbereitet am Freitag, wenn einer hat sich nicht vorbereitet in diese Welt vor Shabbat, hat er gar nicht was zu haben am Shabbat. Diese Welt
symbolisiert Laila, Nacht. In dieser Welt ist Dunkelheit, sieht man nicht Hashem, alles ist verborgen, alles ist versteckt. In kommender Welt Noga, es wird sein Licht. Also Olam Hazeh kann man vergleichen mit Nacht, kommende Welt mit Licht. Diese Welt ist wie eine Wüste. Kommende Welt ist wie ein Krach, wie eine Stadt, wie eine große Stadt. In die Wüste muss man durchgehen. Man hat gar nichts in die Wüste. Man muss zurechtkommen mit das, was man hat. Wenn man kommt in die Stadt, dann hat man alles. Der nächste Vergleich ist die Augen von der Mensch. Rabbi Abba Bar Esi hat gesagt, vom Namen von Shmuel HaKatan, die Weiß in die Augen ist wie die Okeanus, die Ozean, der Schwarz ist wie die Welt und die Pupille ist wie Jerusalem. Also diese Welt ist die Auge, sieht man die Auge. In kommender Welt gibt es keine Augen mehr. Man kann nicht mehr sehen, das, was man sieht hier in dieser Welt. Rabbeinu Tam sagt, dass unsere Welt ist wie eine Grube, wie eine Höhle, wie eine Meara. Das alles ist in die Dunkelheit. Kommende Welt ist, man kommt in Licht. Noch ein Vergleich zu dieser Welt und kommende Welt wie eine Waage. Diese Welt und kommende Welt ist wie eine Waage. Wenn hier ein bisschen mehr, der geht hoch. Wenn hier ein bisschen mehr, der geht hoch. Also es geht so, in dieser Welt geht das die ganze Zeit. Ein Zadik kann dem kommende Welt nach oben bringen, ein Böse diese Welt nach oben. Und wenn man geht in der anderen Welt, die andere Welt, die Wiege, geht so nach oben. Also, da ist ein Vergleich, diese Welt und kommende Welt, wie eine Wiege. Genauso gibt es einen Vergleich von dieser Welt und kommender Welt, wie jemand, der verheiratet mit zwei Frauen, Zarot, Enge, so wie Abraham hat die Sarah und die Hagar. Oder Shmuel, der Vater von Shmuel, Elkanah, Pnina und Chana. Und steht geschrieben, diese zwei Frauen symbolisieren diese Welt und kommende Welt. Jede Frau will der Mann haben. Genauso Sarah und Hagar. Sarah ist kommende Welt, Hagar ist diese Welt. Pnina und Chana, Chana ist kommende Welt, Pnina ist diese Welt. Und die ganze Zeit gibt es einen Streit und einen Krach zwischen die zwei Frauen. Ein nächster Vergleich, womit ist zu vergleichen diese Welt? Wie ein Dach und Boden. Hashem hat einen Titel, einen Namen, Zur Olamim, die Säulen von den Welten. Hashem heißt Zur Olamim, der Säuler von den Welten. Was heißt Säuler? Was macht die Säule? Die Säule bindet den Boden, diese Welt ist der Boden, und dem kommenden Welt, dem Dach. Also, interessant, das ist der Boden. Boden symbolisiert auch Mutter und Vater symbolisiert auch Dach. Diese Welt wird genannt Olam Cholef Kmo Zippor. Eine Welt, die vorübergeht wie ein Vogel. Also der Vogel fliegt und diese Welt geht schnell. Die Zeit rennt wie eine Rakete, so wie ein Schatten von einem Vogel. Also Chatstein, Tschick-Tschack und Shabbat Shalom, man geht nach Hause. Dem kommende Welt heißt ewige Welt. Nächster Begriff heißt Olam HaSheker und Olam HaEmet. Diese Welt ist Welt die Lüge. Kommende Welt ist Olam HaEmet, Welt die Wahrheit. Diese Welt heißt Yom HaShuk, Tag der Market, Tag die Messe. Also man geht einkaufen, man kann einkaufen, verkaufen, spazieren, man tut etwas, es wird noch was passiert. In der anderen Welt, es ist keine Market mehr, es ist keine Messe mehr. Der Grundstück ist
leer im Kommen der Welt. Diese Welt heißt Olam HaAvoda, Olam HaAsiya. Diese Welt heißt Olam dem Arbeit, Olam der Welt von Werken, von Tun, von Handeln. Kommende Welt ist die Welt von der Belohnung, von dem Honorar, von dem Sachar, von dem Gehalt. Also in dieser Welt muss man die Früchte, die Samen in die Kerne legen. Und in der kommenden Welt, in Olam Abba, bekommt man die Ergebnis. Gut, wir rennen weiter. Wir sind schon bei 17. Diese Welt, Olam Azeu Kmo Chalom. Diese Welt ist wie ein Traum. Kommende Welt, man weckt auf von dem Traum. Diese Welt ist wie ein Zorn, wie ein Wut. In kommender Welt wird man kalt von dem Wut. Der Gaon von Vilna sagt, diese Welt ist wie ein Meer. Unser Körper ist wie ein Schiff. Die Wellen sind wie die Zorres, wie die Probleme. Der Mensch muss schwimmen und bringen seine Seele zum Kommen der Welt durch das Meer. Das schreibt er in dem Buch, dem Kommentar für das Buch Jona. Der nächste Begriff, wie definiert man diese Welt und kommende Welt? Diese Welt heißt Olam HaEfsed, Welt dem Verlust. Dem kommende Welt heißt Olam HaRevach, Welt der Belohnung, dem Gewinn. In dieser Welt verliert man die ganze Zeit. Verliert man Zeit, verliert man die Zähne, verliert man die Haare, verliert man die Kräfte und die ganze Zeit geht das hier alles verloren. Man verliert alles, man verliert die Freunde, man verliert die Familie, man verliert die Bekannte. Also diese Welt heißt Olam HaEfsed, Welt dem Verlust. Kommende Welt heißt Olam HaRevach. Nächste Beschreibung ist, diese Welt heißt Olam HaZeh Domele Ner. Diese Welt ist vergleicht wie eine Kerze. Kommende Welt ist vergleicht wie eine Licht. 22. Diese Welt ist vergleicht zu einem Zelt, zu einem Camping, zu einem Hotel, zu einem Motel, zu einer Pension, zu einer Dirat-Arai, zu einer Wohnung, die nur für kurze Zeit gemietet. Kommende Welt, dort ist dein Festnetz, dort ist deine richtige Wohnung, das ist die einzige Haus, der wird geschrieben auf deinen Namen, das ist dein ewiger Wohnort. Die nächste Definition. Diese Welt ist vergleich zu einem Balkon. Kommende Welt ist vergleich zu einem Salon. Im Balkon sitzt man, trinkt man, liest man Zeitung, man raucht Kaffee, Tee, Spaß, tralala, balala, Moshe Groß, Beudi, man macht ein Leben, aber irgendwann muss man nach Hause kommen. Das Leben ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, dass man macht, was man will. Es kommt auch zurück nach Hause und da muss man zu dem realen Leben kommen. Die nächste Beschreibung, diese Welt heißt Olam HaErusin im Hashem, die Verlobung mit Gott, mit Hashem. Im kommenden Welt gibt es schon die Hochzeit, die Vereinigung. In dieser Welt kann man mit Hashem nur verloben. Es sind nur kleine Geschenke, kleine Bonbons bei der Verlobung, noch nicht richtige Hochzeit. Die nächste Beschreibung, diese Welt, Olam HaZeh, heißt Beit Avadim, Haus der Knechten. Die Sklaven, Haus der Sklaven, du bist ein Sklave in dieser Welt. Im kommenden Welt, Olam Abba, das ist der Haus der Befreiung. Deshalb die 10 Gebote beginnt, Onoichi Hashem Elokecho, ich bin der Ewiger, dein Gott. Asher Otzei Sicho, also ich habe dir rausgenommen, Meretz Mitzrayim, Mibeis Avodim. Ich habe dir von dieser Welt rausgenommen, von dem Haus der Sklaverei. Also diese Welt ist Haus der Sklaverei. 26, sehr schöne Definition von der Gaon von Vilna. Er sagt, diese Welt ist salzige Wasser. Du trinkst und du bist durstig. Du trinkst und du bist weiter durstig. Kommende Welt ist Maim, Mineralim, Metukim, süße, saubere, durststillende Wasser, die machen der Mensch auch am Achaie zu genießen. Also Olam HaZeh, salzige Wasser, kommende Welt, süße Wasser. 27. Olam HaZeh wird genannt wie Tinok Babeten, wie ein Ubar, wie ein Embryo im Bauch von seiner Mutter. Sieht gar nichts, versteht gar nichts, in eine andere Welt. Wenn man kommt, Olam Abba ist Olam HaLeda, das Leben von Geburt. Und jetzt kommt die letzte Beschreibung. Diese Welt ist wie eine Chatuna, wie eine Hochzeit.
Man kommt auf ein paar Stunden, man isst, man trinkt, man redet mit Leuten, man macht ein paar Fotos und Shabbat Shalom. Und danach geht man nach Hause. Die Hochzeit ist zu Ende. Also das sind Beschreibungen, Metaphern, Analogen, Beschreibungen von unseren Weisen, womit ist zu vergleichen unsere Welt, Olam Hazeh. Man sieht, manche sehen diese Welt wie sonnige Tage, manche sehen diese Welt wie dunkle Tage. Also man kann verschiedene Beschreibungen haben. Ich werde schließen mit einer Geschichte von dem Rebbe Rashab. Einmal ist zu ihm gekommen, Aid von Odessa. Und der Rebbe hat gefragt, wie geht in Odessa? Sagt er, schlecht, Politik, man streitet, man hakt, nicht so gut. Danach kam ein anderer Aid. Wie geht in Odessa? Gut, sehr gut. Man lebt, man feiert, man betet, man lernt. Wohltätigkeit ist alles gut. Fragt der Schamisch, verstehe nicht. Wieso fragst du zwei Leute, wie geht's in Odessa? Sagt der Rebbe, wie geht das in Odessa? Weiß ich, ganz genau. Ich will wissen, in welcher Odessa lebt er. Gott weiß, was abgeht in seiner Welt. Er will sehen, in welcher Welt lebst du. In der Welt von guter Odessa oder in der Welt von negativer, schlechter Odessa. Und wenn ein Mensch interessiert sich, in der Welt zu ändern, dann tut er was Gutes und was Positives. Viel Spaß in Olam Hazeh.